Es wird auch schon wieder langsam dunkler. Also wirklich sehr langsam. Wir haben jetzt 16 Uhr, aber geht. Weiß nicht. Wie viele Minuten ist eine Stunde hier im Spiel Final Fantasy 15? Müssten wir auch mal sich mal genauer anschauen. Noch ist es hell, aber ich glaube ab 17 oder 18 Uhr wird schon langsam dunkel. Und wir wissen ja, in der Dunkelheit ist es hier nicht so ganz sicher. Und nicht, dass hier Leviathan auftaucht und alles platt macht, wenn es dunkel wird. Das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich mit der Fähre überzusetzen. Oh, was haben wir denn da? Was ist das denn? Ist das eine Katze? Ach, das ist eine Katze. Was macht die denn hier? Die lag hier immer, aber nicht. Ja. Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also. Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. So, überall wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Aha, eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an der Venas-Küste aus? Okay. Wow, Katzen würden Fischfraß kaufen. Makrelenfilet besorgen. Die Katze mit dem Makrelenfilet füttern. Ja, ich hab das ja schon geangelt, ne? Super. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Na toll. Also, die Köchin des Restaurants um Rat fragen. Boah, nicht, dass das eine Luxuskatze ist, ganz ehrlich. Okay, warte. Warte mal, müssen wir vorhin mit der nochmal sprechen? Oder was machen? Nee. Okay, wir sprechen mit der Köchin mal. Aber nicht, dass sie auch so ein 2000 Gil-Gericht haben möchte, die Katze. Was wir eben gegessen haben. Willkommen am Galdin Kai. Ja, danke schön. Wir sind wieder da. Mal gucken. Wir werden es herausfinden. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? So, da sind wir richtig. Willkommen zurück. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Naja. Ich habe da eine Katze gefunden. Auf dem Steg. Hast du eine Idee? Aber kann ich da was mit dir konkret sprechen? Keine neuen Informationen? Speisekarte? Wählen Sie aus diesen Gerichten. Ja, aber ich weiß ja nicht, was die Katze haben möchte. Also, die ist ja anscheinend sehr wählerisch. Aber ich kaufe ja nicht jetzt hier irgendwas. Jagdaufträge brauche ich auch nicht mehr machen. Sowas treibt sich hier rum. Das haben wir schon absorbiert. Nee. Beehren Sie uns bald wieder. Die kann es nicht weiterhelfen. Ist das so eine Nebenmission oder was? Ah, da vorne ist auch noch was markiert. Ah ne, das ist das Auto. Hä? Ist das auch als Quest hinterlegt? Als Aufgabe? Ah da, hungriges Kätzchen, Stufe 1. Belohnung. Drachenschuppe 1. Und Erfahrungspunkte 600. Ja, ja, ich weiß. Aber, so, warte. Gehen wir nochmal hin. Jetzt habe ich die Quest mal ausgewählt. Klappt das jetzt, wenn man die Quest ausgewählt hat? Mal schauen. Aha. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie, was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Okay. Also, guck du da eine Makrelenfisch oder Makrelenfilet bringen. Oh Mensch, hab ich das nicht? Warte mal. Imita. Makrelenfilet. Überprüfen. Was habe ich denn hier? Waffen, Accessoires, Zutaten. Makrelenfilet habe ich doch, da siehst du mal. Habe ich schon alles schon am Start. Das möchte also die Katze haben. Okay, ich habe das schon. So, nochmal hin. Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt,
Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Super. Also, die Katze mit Kokturas Katzin Schmaus füttern. Das machen wir. So, im Restaurant ist extrem dunkel. Ich weiß nicht, was ist hier los? Machen wir die Lampen mal nicht an. So, wir gehen wieder raus. Das heißt, wir füttern auf jeden Fall die Katze. Ich habe das schon erwähnt. Also ab so 17, 18 Uhr spätestens wird es langsam dunkel. Man sieht es auch schon. Die Sonne geht langsam unter. Das heißt, wir sollten uns dran halten. Hier ist dein Fresschen. Bitteschön. Ja, lecker, lecker, lecker. Verwöhnte Diva. Ich glaube, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann an den letzten Nerv kosten. So, Drachenschuppe bekommen. Sehr cool. So, die Katze ist also versorgt. Ich schau kurz, was diese Drachenschuppe so kann. Was haben wir denn hier? Na, überprüfen. So, Drachenschuppe. Was ist denn das? Kann man das anziehen? Ist das was zum Konsumieren? Zum Kochen? Drachenschuppe. Drachenschuppe. Nein, da haben wir es nicht. Drachenschuppe, Drachenschuppe. Da, Drachenschuppe. Ein Wertgegenstand ist das. Eine schöne Tierschuppe, die angeblich von einem Fabelwesen stammt. Sie hat einen vergleichsweise hohen Verkaufswert. Oh. Okay, cool. Können wir also verkaufen. Super. Ah, die Sonne geht unter und es sieht so schön aus hier, Leute. Willkommen am Galien. Ja, danke. Ich bin schon zum vierten Mal an dir vorbeigelaufen. Das brauchst du nicht mehr zu erwähnen. So. Wie gesagt, hier im Restaurant ist es ultimativ dunkel. Ich sehe kaum, wo ich hinrenne. Also, die könnten wir ordentlich mal hier Licht anmachen. Meine Güte, ich sehe hier nichts. So. Willkommen. Ja, ja, danke. Aber eigentlich zu Ihnen wollte ich nicht. Was möchten Sie gerne bestellen? Gar nichts. Ich möchte gerne zu meinem, Dino gehen. Also, sprich, Reporter. So. Bitte einmal weg da hier. So, da sind wir schon. Vielleicht kriegen wir noch eine Fähre zu der Spätuhrzeit. So, bitteschön. Der Rohedelstein. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Was, du willst die Münze vertickern für ein Zimmer hier? So, was haben wir noch? LP-Maximum kann durch Übernachtung und einige Heilmittel wiederhergestellt werden. Ja, das kennen wir schon. Also die Infos und die Tipps finde ich gut, dass es immer wieder aufgefrischt wird. Da ist natürlich sehr viel Input jetzt, war auch die ersten Stunden im Spiel. Aber jetzt müssen wir noch Dino um Hilfe bitten, dass wir hier überfahren können hier, der Fähre. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben, wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Ja, ich würde sagen, ich bin bereit, ne? Wir können hier nicht großartig was abrappeln. Wir könnten noch ein bisschen angeln gehen, das können wir machen. Das geht aber überall, glaube ich, wo ein bisschen Wasser ist. Und wie gesagt, die Jagdaufträge, die kann ich nicht absolvieren. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal rüberzukommen. Auf geht's. Na, habt ihr schon gepackt? So, wenn du fortfährst, kannst du fürs Erste nicht mehr umkehren. Bist du sicher? Ja, ich bin schon sicher. Ich habe hier soweit alles mitgehen lassen. Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Okay, machen wir. Ab ins Bett. Hm. So, wobei ich habe ja gar kein Hotel gesehen, eigentlich nur den Wohnwagen, oder? Oder ist im Restaurant auch ein Hotel integriert? Mal schauen.
Es scheint wohl so. So, die Küstin Wiege. So heißt also die Location. So, Level 11 haben wir erreicht. Das sieht gut aus. So. Dann schauen wir uns mal die Fotos an. Begabt, pronto. So, dieser merkwürdige Fremde, der wurde auch fotografiert. Ja, guck dich dem an. So, den werden wir auch noch hier. Hoppala. Den werden wir jetzt auch noch hier speichern mal. So, was haben wir noch hier? Ja. Gutes Timing, Pronto. Unser Kampf. Sieht aber schön aus hier. Ja, die werden wir auch mal verewigen hier. Unsere Köchin des Vertrauens. Die hat wirklich was Leckeres gekredenzt. So, und dann hier das mit dem Steg. Das werden wir auch auf jeden Fall mal mitnehmen hier. Das sieht auch schön aus, ne? Das sieht auch gut aus. So, das heißt, wir haben 15 von möglichen 200 Fotos schon gespeichert. Okay. Perfekt. Oh, Nacht. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Wow, was ist denn da jetzt passiert?
Innerhalb von wenigen Tagen wurden unsere Heimat vernichtet und angegriffen vom Imperium? Stimmt das wirklich? Also, das ist ja... Das wäre unglaublich. Ich meine, wie viele Tage sind wir jetzt unterwegs? Also gefühlt vielleicht 4, 5 Tage? Wie konnte das passieren? Und stimmt es wirklich, was wir gesehen haben? Schlechte Vorboten nach Insomania. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für 2. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. Wow. So wie der Waffenstillstand. Aufpassen. Ich weiß nicht, ob das Freunde sind da vorne. Da oben herrscht auch reger Verkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie ME. Magitek-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Da geht er hin. Der Frieden. Sieh doch! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Was hat das zu bedeuten? Warum? Warum wurden wir angegriffen? Und welch ein Verrat? Da jemals wirklich reinkommen in die Stadt. Einfach über solch eine Seitenstraße. Ich bezweifle es ja irgendwie. In der Nähe ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Also, wir sind angekommen. Insomnia. Dort, wo unsere Reise begonnen hat. Dort sind wir nun wieder vor Ort, um uns zu überzeugen, ob das wirklich alles geschehen ist. Wonach es jetzt auch aussieht. Das gibt's ja nicht, meine Güte. Innerhalb so kürzester Zeit. Imperiale Soldaten. Mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf. Auf geht's. Die Schonfrist ist abgelaufen. Ja. Ausweichen, ausweichen. Und los geht's. Auf geht's. Keine Chance gegen uns. So, die sind keine Probleme für uns. Das sind nur Stufe 3. Weiter geht's. Angriff! Aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. In Deckung gehen. Nein, nein. Aufpassen. Einmal Deckung. Und Angriff. An den Fixpunkt ran. So, da bin ich. Und Attacke. So, von hinten greifen wir sie an. Das sollte besser funktionieren. Und anchargen. Attacke. Haben wir es auch geschafft. So, okay, einen Moment. Kurz gucken. Kurz mal die Musik ein bisschen leiser machen. Ist extrem laut gerade. So. Gut, auf geht's. Kämpfen wir uns voran. Alles sieht sehr düster aus. Die Stadt scheint komplett abgeriegelt zu sein. Kann die ihr ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Ich weiß nicht, wie es in Ring aussieht, aber ich glaube nicht gerade besser. Lauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Auf geht's. Angriff. So, den machen wir platt hier.
Fixpunkt brauche ich noch. Also. Zack, der Warpunkt erreicht. Und anchargen. Scharfschützen werden wir ausschalten. Kein Problem für uns. Das sind also weiter. Das sind Angreifen. Die kennen keine Angst, keine Gnade. Wechsel die Waffe. Und los geht's. So. So, einen Gegner haben wir noch drüben. Den holen wir uns noch. Anvisieren. Charge. Sehr gut. So, was haben wir hier? Waffenmodifikationen. Waffen mit dem Symbol Plus können modifiziert werden. Schau zu diesem Zweck bei Sid in Hammerhead vorbei. Okay, mit Plus. Wir werden später darauf achten. Waffen werden wir wieder wechseln. Auf geht es. Man merkt es auch, von der Schwierigkeit her ist es wesentlich einfacher natürlich. Die sind also unter unserem Level. Level 3 Gegner, 4 Gegner habe ich gerade gesehen. Wir sind ja schon Level 11. Das heißt, wir sind wesentlich stärker und komplett prepared für diese Hauptmission. Und jetzt sind wir auch gleich oben am Hügel angelangt und sehen, was passiert ist. Die Ereignisse bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. Los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Es ist also wahr. Unser Vater ist durch den Angriff gestorben. Zumindest ist das der Stand der Dinge aktuell. Und alles Weitere erfahren wir also bei Sid. Tja. Dann werden wir uns mal aufmachen. Es gab also Friedensverhandlungen. Aber die sind jetzt gescheitert. Definitiv. Wir lassen also unsere Heimat hinter uns, um in Hammerhead Antworten zu finden. Kapitel 2. Ahnenforschung. Thank you.
Die Kraft der Könige. Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Nocht wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Da sind wir also wieder. Bei Sids Werkstatt, wo unsere Reise auch begonnen hat. Nur diesmal mit einem traurigen Anlass. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Okay, sprechen wir mit Sid. Vielleicht hat er jetzt einen Masterplan, wie wir weiter vorgehen. Fakt ist, dass unsere Heimatstadt ja überfallen wurde, zerstört wurde zum größten Teil und unser eigener Vater Regis getötet wurde. Was natürlich hier unser Hauptcharakter nicht gerade happy darüber ist, sprich der Noctis, ist verständlich. Aber es wurde ja auch gesagt, dass oder behauptet, dass wir selbst auch durch den Angriff getötet wurden und auch unsere zukünftige Frau. Aber dass das nicht stimmt, das sehen wir ja hier. Ich lebe. Und Luna, soweit ich weiß, auch. Also ich bin gespannt, was es damit auf sich hat, mit diesen Gerüchten. Und deshalb müssen wir jetzt mal die Lage sondieren, sprechen mit Sid in der Werkstatt, um mehr zu erfahren. Die Niffen hat uns auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja. So. Mit Sid haben wir also jetzt gesprochen. Er konnte es aber auch nicht genauer sagen, wie der Masterplan ausschaut. Das heißt, wir gehen mal kurz raus. Ich habe eine Nachricht von Kor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Okay. Informationen in der Jägersiedlung sammeln. Wir müssen einen Kor treffen. Wer ist ein Kor? Ist das der General? Der General? Ich glaube schon. Zumindest eine wichtige Person, die unserem Vater sehr nahe stand.